denn alles Wissen nicht raten wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen. Ja. Hey, warte, nimm's doch nicht. Jemand hat mich in meiner Ehre verletzt. Ich möchte keine Nacht länger mit dieser Person unter einem Dach schlafen. Elisabeth, du? Elisabeth, sag mal, spinnst du? Ich spiele die Scheherazade für dich und du denkst mal diese blöde Elisabeth. Du falsche Schlange. Mann, ist der fett. Hoffentlich ist der nicht von dieser neuen Superlotion. Wie siehst du denn aus? Wir versuchen gerade meine Pickel zu behandeln. Oh nein! Wisst ihr was? Wenn ich wollte, könnte ich jede haben. Aber keine der Einstein-Mützen. Ich könnte dir da helfen. Und wie? Naja, ich repariere das Teil und dann kannst du es zurückschieben. Aber wie ich dich kenne, machst du sowas nicht umsonst. Naja, du erzählst Kevin und Ingo halt, wir hätten miteinander... Na, du weißt schon. Ich weiß überhaupt nichts. Na, dass wir miteinander gepennt hätten. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich vor deinen bescheuerten Freunden behaupte, dass wir was miteinander hätten. Wie du willst. Kein Deal von dir, keine Reparatur von mir. Denkst du, ich bin blöd? Auf die Idee, das Ding zu reparieren und wieder zurückzustellen, bin ich natürlich auch schon gekommen. Dazu brauche ich dich nicht. Siehst du? Alles da. Sogar Lack. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du damit den Roller reparieren kannst. Na, sieht doch jeder Idiot, dass da ein Amateur dran war. Ach ja? Und du bist Profi. Ist ja nicht mal der richtige Lack. Woher willst du das wissen? Na, dann blättert doch beim nächsten Regen ab. Außerdem ist es der falsche Farbton. So schlimm ist das doch nicht. Hast du dir überhaupt schon mal Gedanken gemacht, wo du neuen Scheinwerfer herkriegst? Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Siehst du? Und du meinst wirklich, du kriegst das hin? Inklusive Scheinwerfer? Wenn ich das mache, sieht hinterher garantiert keiner was. Also, haben wir nun einen Deal? Gut, einverstanden. Unter einer Bedingung. Ja, und? Ich habe keine Lust, vor deinen Freunden zu lügen. Wie jetzt? Naja, wenn schon, dann richtig. Hä? Oder traust du dich etwa nicht? Wie jetzt? Nein, natürlich erst, wenn das Ding repariert ist. Wie kommst du zu meinem Armband? Dein Armband? Wieso deins? Du weißt doch genau, dass Karim es mir geschenkt hat. Ja, und du hast es ihm wieder zurückgegeben. Na und, jetzt will ich es aber wieder haben. Pech, zu spät. Was bildest du dir überhaupt ein, du falsche Schlange, von wegen blöde Elisabeth? Ha! Sag mal, bist du uns nachspioniert? Das ist ja wirklich das Letzte. Ach ja, ich finde, es ist das Letzte, sich so an Karim ranzuschmeißen, wie du es machst. Na, dann bist du wohl nicht auf dem Laufenden. Er steht jetzt auf mich und er hat gesagt, ich kann das Armband behalten. Du lügst! Das wollen wir doch mal sehen. Aua! Was ist denn hier kaputt? Schon wieder zwei Nachtalben? Mir scheint ja irgendwo ein Nest zu sein. Könnt ihr mir mal bitte sagen, was ihr um diese Uhrzeit hier zu suchen habt? Und wieso ihr wie gerupfte Hühner ausseht? Also, wenn es darum geht, dann bleibt das jetzt eine Weile bei mir. Und ihr geht jetzt auf euer Zimmer und schlaft. Aber hopp. Tussi. Das sitzt ja ziemlich in der Patsche. Kann man laut sagen. Wenn ich wenigstens wüsste, ob dieser Mistkerl von Wolf recht hat. Du meinst, ob es eine Straftat mit Anzeige ist und so? Deine Mutter ist doch Rechtsanwältin. Vielleicht kennt die sich damit aus. Hey, jetzt bleib mal ganz cool. Ein bisschen weiß ich auch Bescheid. Also, gab es denn einen Unfallgegner? Unfallgegner? Das hört sich ja irgendwie außerirdisch an. Ich glaube, da stand so ein dicker Mercedes rum. Hat der was abbekommen? Ja, keine Ahnung. Was heißt keine Ahnung? Hat er oder hat er nicht? Ich weiß nicht. Ich habe auch nicht nachgesehen. Gab es irgendwelche Zeugen? Irgendjemand, der dich beobachtet hat? Ich glaube nicht. Eigentlich war die Straße ganz leer. Aber ich habe mich auch nicht nochmal umgedreht.
Also, wenn der Mercedes wirklich was abbekommen hat, sieht es nicht gerade rosig für dich aus. Genau dann hast du nämlich Fahrerflucht begangen. Echt? Ja, das gilt als ziemlich schweres Delikt. Wirklich? Ja, und was soll ich jetzt machen? Kannst du nicht vielleicht doch deine Mutter anrufen? Wenn es so war, bitte ich sie, dir zu helfen. Naja, aber vielleicht bin ich gar nicht drangekommen. Ja, und wenn der Roller erstmal repariert ist, dann... Du willst dich doch nicht wirklich mit Wolf einlassen. Der hat sie doch nicht mehr alle, dieser miese Erpresser. Naja, wenn's ernst wird, kneift er doch sowieso. Trotzdem finde ich, dass er sich eine saftige Abreibung verdient hat. Ja, das finde ich ja auch. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Ich glaube, mir fällt da gerade was ein. So, das hätten wir. Können Sie mir dann hier den Empfang noch bestätigen würden? Ja, gerne. Ist ja so still. Das ist oft so. Wahrscheinlich hat er vom Tierarzt eine Beruhigungsspritze bekommen. Oder es ist der Schock. Schock? Naja, wenn die Viecher aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden, dann die dunkle Kiste und das Gerumpel unterwegs. Stimmt. Wenn ich so verreisen müsste, würde es auch eine Weile dauern, bis ich wieder was sagen könnte. Am besten, Sie lassen die Kiste erstmal ein bisschen stehen, bevor Sie ihn rauslassen. Wieso denn das? Naja, manchmal reagieren die Tiere auf so einen Transport auch panisch. Ich habe schon die verrücktesten Sachen erlebt. Einmal hatte ich eine Katze zu transportieren. So einen Brummer. Oh. Und, was ist passiert? Ja, als ich die Mieze dann abgeliefert habe, war sie plötzlich ganz schlank. Oh. Und neben ihr lagen 8 kleine Katzenbabys. Das nenne ich ein Überraschungspaket. So, jetzt muss ich aber los. Viel Spaß noch mit Ihrem Liebling. Ich denke, den werden wir haben. Wiedersehen. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen. So, mein Lieber. Dann werden wir jetzt mal Klabauters Herrchen anrufen. Ja, hallo? Ja, kleinen Moment. Hendrik? Was hast du? Für dich? Ja, bitte? Hallo, Hendrik. Hier spricht Frau Paulert. Ich sage nur, Retourbalk. Retourbalk? Wie haben Sie denn das geschafft? Mein Geheimnis. Okay, ich bin gleich da. Halt, halt. So haben wir nicht gewettet. Erst die Schule, dann das Vergnügen. Ach Mann, muss das sein? Ja, es muss. Vorher lasse ich dich nicht rein. Okay, okay. Aber gleich nach der Schule bin ich da. Gut. Ach, gibt es irgendetwas, das er am liebsten frisst? Am liebsten hat er Wiener Würstchen und Spaghetti. Das klingt eher nach deinem Lieblingsessen. Oh, ich muss los. Die Stunde fängt gleich an. Alles klar. Bis nachher also. Tschüss. Klabauter, ich komme! Yeah. Bitte. Ja. Haben Sie meinen Roller gefunden? Noch nicht, Herr Fabian. Aber es besteht der Verdacht, dass Ihr Fahrzeug gestern in einen Unfall verwickelt war, bei dem Fahrerflucht begangen wurde. Was heißt denn hier Verdacht? Ich habe doch mit eigenen Augen gesehen, wie der Roller in den Wagen von Dr. Wennemann gekracht ist. Ja, und dann ist der Kerl abgehauen. Welcher Kerl? Ja, ganz genau konnte ich ihn nicht erkennen. Aber er trug einen cremefarbenen Motorradhelm. Aha. Besitzen Sie denn, Herr Fabian, einen cremefarbenen Motorradhelm? Ja, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Aber der ist mir auch gestohlen worden, zusammen mit dem Roller. Und wo waren Sie zur Tatzeit? Ich war die ganze Zeit im Internat. Und als ich losfahren wollte, war der Roller weg. Können Sie das bestätigen, Herr Dr. Stolberg? Ich, ja, persönlich nicht, aber bitte nehmen Sie doch Platz. Gibt es denn irgendwelche Zeugen aus dem Kollegium, Herr Fabian? Ja, sicher. Frau Geiwitz, die war dabei, als ich den Roller auf dem Schulhof stehen ließ. Ich hatte doch mein Handy im Internat vergessen. Und sie hat mir sogar noch einen Tipp gegeben, wie und wo ich das suchen soll. Hat Ihre Kollegin Sie denn auf der Suche nach dem Handy begleitet? Nein, natürlich nicht. Und wie lange waren Sie denn dann noch im Internat? Ja, das weiß ich nicht mehr. Also, zuerst war mir eingefallen, dass ich die Sumo-Sachen noch zurückgeben muss. Dann habe ich noch einen Test zu Ende korrigiert. Hab noch einen Artikel in der Fachzeitschrift gelesen. Ja, und dann... Hat sie denn nicht irgendjemand dabei gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Doch, zum Schluss, als ich mich selbst angerufen habe. Aha, also Sie haben sich selber angerufen. Na ja, klar, wie hätte ich denn sonst rauskriegen sollen, wo mein Handy ist? Herr Werner, bitte zur Sache. Können Sie sich erinnern, was der Täter beim Unfall anhatte? Hm.
Naja, jedenfalls trug er eine dunkle Jacke. Die dunkle Jacke trägt ja jeder Zweite. Herr Fabian, darf ich Sie bitten, uns bis zur Klärung der Angelegenheit zur Verfügung zu stehen? Auf Wiedersehen, die Herren. Herr Werner? Also, Herr Kollege, ich muss Sie bitten, das schnellstens in Ordnung zu bringen. Ja, aber ich... Na, wie gefällt dir das? Und jetzt raus mit dir. Wer bist du denn? Möchtest du noch etwas Suppe? Ja, ja, gern. Und Salat? Wir haben heute nur Tomatensalat. Das ist in Ordnung. Ich hole noch Besteck. Oh, warte mal. Was war das denn jetzt? Oh, ich glaube, da ist ein Flieger reingefallen. Oh, wie aufmerksam von dir. Wollen wir uns da hinten hinsetzen? Nein, danke. Ich möchte lieber alleine essen. Na, wenn du meinst. Nur Eisdiele. Warte dort auf dich. Bitte komm, Karin. Was ist denn hier los? Trennkost oder was? Wolltest du dir setzen, Elisabeth? Naja, also ich habe wirklich unglaublich wenig Zeit und wie du siehst, bin ich ja schon fertig, deswegen... Ja, sieht man. Sag mal, wollen wir nachher noch was unternehmen? Nee, ich habe keine Zeit, habe schon was vor. Vielleicht morgen. Mach's gut. Was sarà? Ah, Signore Wohl! Ja, buongiorno! Na, was darf sein? Danke, ich warte noch auf jemanden. Ah, verstehe, ein Rendezvous. Kenne ich die Signorina? Hi, Giovanni! Hey, ciao! Hallo, Wolf. Pünktlich bist du ja wenigstens. Na, darf ich anbieten? Mein spezielles Angebot, mein Eisbecher Amore, speziell für frisch Verliebte und... Hm? Wie kommst du denn darauf? Wir sind geschäftlich hier. Zwei Cola, bitte. Oder brauchst du einen Schnaps? Nee, nee, Cola ist schon okay. Wobei, nee, ich eile, Signorina. Also, was ist? Hast du den Scheinwerfer? Wenn ich sage, ich mach das, dann mach ich das auch, verstanden? Dann ist ja alles in Ordnung. Kannst ja gleich loslegen. Ja, schon. Ist noch was? Naja, du weißt schon, wegen der Sache. Ich glaube, es ist nicht nötig, wenn wir es wirklich tun. Es reicht völlig, wenn du es den anderen erzählst. Sorry, aber ich habe echt keine Lust, rumzulügen. Außerdem ist doch nichts Besonderes. Oder hast du es etwa noch nie getan? Ja, hör mal, was glaubst denn du? Dann kann ja gar nichts schief gehen. Prego, Signorina, zweimal Cola. Soll ich nicht doch noch mein Eisbecher Amore vorbereiten? Ich glaube, Wolf ist gerade nicht so scharf auf Amore. Wo? Ich muss jetzt auch los. Also, wie abgesprochen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hier sind die Schlüssel für den Roller. Wir sehen uns um 17 Uhr in der Lagerhalle. Als wäre die vom Internat. Dann hättest du doch fragen können, hä? Ich glaube, ein Hamsterbohner hat, wenn du bei der eine Chance hättest. Na, lass deinen Hamster nicht mal wieder einkriegen. Heute Nachmittag haben wir schon wieder ein Date, hä? Was fällt dir denn ein? Och, die schöne Torte! Na, wart. Jetzt kommst du wieder schön in die Kiste. Hallo, Frau Paulert? Ach, Sie sind's. Ich wollte Sie gerade anrufen. Entschuldigung, es muss uns da eine Verwechslung unterlaufen sein. Ich weiß. Die Adressaufkleber wurden vertauscht, deswegen haben Sie die falsche Lieferung bekommen. Ja, alles schön und gut. Und wo ist die richtige? Die ist natürlich auch an eine falsche Adresse gegangen. Aber wie komme ich zu meinem Hund? Keine Sorge, mein Kollege ist schon unterwegs, um das Tier von dort abzuholen und es dann sofort hierher zu bringen. Das Schweinchen nimmt er dann gleich mit. Vorsicht! Passen Sie doch auf! Du hättest sein Gesicht sehen sollen. Meinst du, wir sollen es wirklich tun? Beinahe hätte er mir leid getan. Ey, na hör mal, schließlich war das Ganze seine Idee. Ich hab dir doch gleich gesagt, wenn es ernst wird, kneift er. Typisch große Klappe, aber nichts dahinter.
Wie steht mir das? Zu viel Stoff. Probier's doch mal hiermit. Wow. Aber irgendwas fehlt da noch. Hier, wer kann schon einer Blondine widerstehen? Hey, Kleiner, wie wär's mit uns beiden? Hey, nicht so stürmisch, mein Engel. Ich hab sowas noch nie gemacht. Ich dachte, du wüsstest, wie es geht. Also eins weiß ich jedenfalls. Wolf muss angegeben haben, wie 23 Tüten Mücken, wie viele Mädels er schon abgeschleppt hat. Klar, Wolf Womanizer, wow. Ich hab hier noch was für dich. Guck mal, sind die nicht super sexy? Nee, ich glaube, da kriegt er ein Herz, Kasper. Der Arme. Warte mal, vielleicht steht er ja mehr auf schwarz. Echt heiß. Und dazu noch diese Dinger. Das haut ihn um, todsicher. Hm, so ist ja auch. Prego, Karin. Danke. Ach, sag mal, Giovanni, wieso ist das mit den Mädchen in Deutschland ja eigentlich so schwierig? Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an dem Klima. Die Donna, also die Frauen in La Bella Italia sind ganz anders. Ja, aber wir Männer sind doch offen und ehrlich. Certo, aber Frauen haben ständig Tricks auf Lager. Außerdem sind sie immer gleich beleidigt. È vero, è vero. So gut aussehende Kerle wie wir haben sie besonders schwer. Mensch, ich hab so einen Durst. Ich könnte ein ganzes Fass Fantasy austrinken. Ey. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Giovanni hat da ein Klo. Hi, Karim. Du bist auch hier? Das ist ja fast Gedankenübertragung. Sieht beinahe so aus. Giovanni, eine Eisschokolade mit ganz viel Eis, bitte. Subito. Du, ich glaube, Franz und Sebastian, die warten auf dich. Lass sie doch warten. Du bist doch mit ihnen gekommen. Sind sie denn dann nicht sauer, wenn du nicht bei ihnen sitzt? Das ist mir egal. Ich bin lieber mit dir zusammen. Prego, Signorina, ein Eis Schokolade mit extra viel Gelato. Grazie, Giovanni. Prego, Signorina. Sag mal, wollen wir nicht mehr zusammen ins Kino gehen? Ich meine, du und ich, so ganz allein. Geht's wieder? Hast du sowas öfters? Elisabeth! Oh, sorry. Warte, das hab ich nicht. Lass das, das bring ich selber in Ordnung. Und? Was machen wir nun? Jetzt weiß ich wenigstens, was eine Schnitzeljagd ist. Spaß beiseite, irgendwie muss ich wieder an das Schwein kommen. Dabei habe ich mir alles so schön gedacht. Und Hendrik hat sich doch so auf seinen Klabauter gefreut. Und jetzt? Kein Schwein, kein Hund, was soll ich dem Jungen bloß sagen? Okay, ich probiere jetzt noch mal meinen Kollegen zu erreichen. Der müsste längst mit dem Hund hier sein. Tja, tut mir leid, hier muss ein Funkloch sein. Keine Chance. Gehört das Ihnen? Hallo Hendrik, wie hast du denn das geschafft? Es kam direkt auf mich zu, ich musste nur noch zupacken. Da ist ja mein Kollege. Gott sei Dank. Und was ist mit meinem Retourbalk? Tja, ich hoffe, er... Oh, jetzt bist du hoffentlich an der richtigen Adresse. Komm her, du alter Gauner. Hebt euch was für später auf. Klabauter darf eine ganze Woche bleiben und du kannst ihn hier besuchen, so oft du willst. Vielen Dank. Klabauter bringe ich am besten selbst zurück, bevor er noch im Ausland landet. Also dann, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was willst du denn hier? Ich wollte dir nur sagen, es tut mir leid, dass du die Sache mit dem Armband falsch verstanden hast. Sorry, wenn ich was falsch verstehe, aber manche Dinge sind mir wirklich noch fremd bei euch. Ich wollte dich aber wirklich nicht kränken. Und ich dachte, du gibst mir dein Geschenk zurück, weil du mich nicht leiden kannst. Im Gegenteil. Wirklich? Ja, und du bist mir jetzt auch ganz bestimmt nicht mehr böse. Darf ich dich mal was fragen? Ja, bitte. Erinnerst du dich noch an den Tag, an dem ich angekommen bin? Wie du Sebastian vor meinen Augen geküsst hast? Ja, und? Könntest du mich auch mal so küssen? Was jetzt? Bitte.
Von jetzt an gehörst du mir. Du darfst Sebastian nie mehr küssen. Hörst du? Was soll denn das jetzt? So haben wir aber nicht gewettet. Ich lasse mir doch von dir keine Vorschriften machen wegen eines Kusses. Mit Sebastian ist jetzt Schluss. Verstanden? Sag mal, spinnst du? Sebastian ist mein Freund. Schon mal was von Gleichberechtigung gehört? Was ist das? Gleichberechtigung? Ganz einfach. Wenn ein Mann in deinem Land mehrere Frauen gleichzeitig haben kann, dann will ich das gleiche Recht für mich. Los, wir müssen jetzt voll ranklotzen. Wir wollen doch, dass es richtig schön kuschelig wird, oder? Bist du sicher, dass Wolf den Roller schon repariert hat? Na klar, das hat er mir auf jeden Fall versprochen. Aber weißt du was? Wir gucken einfach mal nach. Wow, sieht ja aus wie neu. Hätte ich nicht gedacht, dass er das so schnell hinkriegt. Echt stark, keine Spur mehr von dem Unfall. Sieht aus, als wärst du jetzt an der Reihe, dein Versprechen einzulösen. Wenn die Dame es wünscht. Wo soll das Liebesnest eigentlich hin? Keine Ahnung. Vielleicht da drüben? Nee. Ich glaube, da hinten ist es besser. Okay. Wahnsinn, das hört ja richtig an. Okay, neue Batterien, neuer Film. Also meinetwegen kann's losgehen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du willst also wirklich wieder zurück ins Gästezimmer? Es gibt keinen Grund mehr im Zelt zu schlafen. Ich verzeihe dir. Oh, wie gnädig, Hoheit. Wo ich es irgendwie schade finde, dass du wieder ausziehst. Frau Delling will ihr Atelier unbedingt wieder haben. Wie rücksichtslos von ihr. Was willst du denn hier? Im Gegensatz zu dir helfen. Wo kann ich anfangen? Du wirst hier aber nicht gebraucht, also verzieh dich, und zwar ein bisschen plötzlich. Das hast du ja wohl nicht zu entscheiden, oder? Also wenn hier eine hilft, dann bin ich das. Du bist ja ganz grün vor Eifersucht. Ha, ich und eifersüchtig? Karim hat schließlich Geschmack. Gib das her. Was sagst du dazu? Vielleicht kloppen die sich um den. Was hat dieser Wüstenkönig bloß, was wir nicht haben? Giftspritze. Sag das nochmal. Hört auf, euch zu streiten. Ich nehme euch beide. Hallo? Hallo, Wolf, da bist du ja endlich. Ich hab dich schon erwartet. Vera? Hier bin ich. Leg schon mal den Vespa-Schlüssel auf die Tonne. Okay, und jetzt zieh dich aus. Sag mal, wollen wir das nicht doch lieber lassen? Du erzählst den anderen einfach, wir hätten es getan und fertig. Ich hab dir schon mal gesagt, ich lüge nicht. Also, was ist? Geht nicht. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab das Wichtigste vergessen. Kondome. Kein Problem. Ich hab extra eine Packung besorgt. Na schön, aber auf deine Verantwortung. Eine Freundin von mir. Und viel Spaß beim Üben. Das werdet ihr mir büßen. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Denn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total genial. Alles ist Leute, keine Panik. Ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.